Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zur Antwort auf die Frage neues LP. Ja, es sind sehr viele Kommentare eingegangen. Allerdings ist es. Ich werde jetzt jeden Kommentar einzeln nachgehen und es ist wirklich schwierig hier was zu finden. Aber ich werde jetzt einfach mal auf der letzten Seite anfangen. Oder muss ich auf der ersten Seite anfangen? Ne, auf der letzten Seite muss ich anfangen. Also da oben ist es. Genau, wir fangen einfach mal unten an. Borderlands 2, wenn es rauskommt. Ja, wenn es rauskommt, ist es noch nicht draußen, also fällt schon mal weg. Die neue Aufnahmemethode finde ich besser. Ja, das freut mich. So wird es auch sein. Days Need for Speed Hot Pursuit 2. Also ich habe jetzt ja schon Need for Speed gespielt, das heißt Need for Speed fällt auch weg. Days 2. Ich glaube, das war doch das mit Arma 2, oder? Schauen wir mal kurz. Days. Aber wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, das ist das Arma 2. Dazu kann ich nur sagen, nein, das werde ich auch nicht spielen, denn ich möchte ja kein Multiplayer, also kein, wo du ja immer weiterspielen kannst, sondern ich will als Second Let's Play möchte ich immer eine Kampagne spielen. Also von dem her fällt das leider auch weg. Gestern installiert, ja, stimmt. Diese Aussage stimmt. Allerdings habe ich da auch noch so ein paar Problemchen, wie ich euch jetzt hier mal kurz zeigen kann, wenn es denn mal lädt. Nee, das ist es nicht. Wo habe ich denn das Singleplayer-Comments? Da oben habe ich es. Di-di-di-di-di-di-di-di-di. Genau. Version 4.1. Und das Problem ist, irgendwie kann ich damit immer noch keinen. Also, ich weiß nicht. Es funktioniert nicht gescheit. Mal kann ich zoomen. Ah, hier. Okay, da steht's eh schon. Und das ist nun mal das Einzige, was ich wirklich brauche. So leid es mir tut. Aber ohne dem bringt's mir nichts. Von daher kann ich da auch noch nicht weitermachen bei meiner Adventure Map. Dann gehen wir hier unten weiter. As of Spells, bla bla bla, keine Ahnung. Das ist ja dieses, wo aussieht wie Minecraft, nur mit Waffen und so ist. Aber hier ist es ja auch wieder so, es ist keine Kampagne. Von dem her fällt das leider auch flach. Team Fortress 2 sagt mir jetzt gar nichts. Days 2 haben wir ja schon gehabt. Schauen wir da mal kurz. Ah, das da. Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Soweit ich gehört habe. Nur gibt es da eine Kampagne. Das ist jetzt wieder hier die Frage. Karte erstellen. Nee, das sieht für mich auch wieder nach einem Multiplayer-Spiel aus. Ja, wie gesagt, habe ich schon mal vorgeschlagen. Du hast es versprochen nach Need for Speed Most Wanted. Daran kann ich mich leider nicht erinnern, Drago. Das wüsste ich, wenn ich das versprochen habe, aber wenn du mir den Kommentar schickst oder zeigst, dann glaube ich es dir. Allerdings fällt es trotzdem. Wenn dann mal nur so als ein oder zwei Folgen Dinge ab oder aus und nicht als Let's Play, weil man davon eben kein Let's Play machen kann. Als Kampagnenversion möchte ich damit jetzt ausdrücken. Das ist ein Kommentar dazu. Da ist Zweifel wieder lach. Flach. Lach. Vor allem fett lach, ja. Let's Play Minecraft Together bitte. Ist draußen, mein Freund. Und kommt auch weiter. Ich habe jetzt schon so viele Togethers aufgenommen. Das glaubt ihr gar nicht. Mehr als Let's Play. Momentan macht mir das echt mega Bock, weil da geht wenigstens was voran. Ja, genau. Und vor allem, da habe ich nämlich alles und ich kann es mir kaufen, wenn ich es noch nicht habe. Deswegen macht es momentan ein bisschen mehr Spaß. Ja, genau. Okay. Weiß ich doch hier. Danke. Bla bla bla. Das habe ich geschrieben. Also meinst du die Team Adventure? Ja, wenn du. Ja, ich. Adventure. Ja, freue. Bla bla. Hey, cool. Bla. Danke. Ich. Bla. Fable 2. Fable 2, das hat ja eine Kampagne. Nur leider muss ich sagen, ich hasse Rollenspiele. ich habe mich mal, also
Ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. So leid es mir tut. Also sowas macht mich einfach nur fertig. Also ich finde zwar sowas wie Skyrim und so, finde ich, sieht saugeil aus und mal kurz durch. Oder beim Kumpel zuschauen, wie es er spielt und so. Aber dieses ewige Sammeln und da wieder gegen irgend so einen komischen Heini kämpfen und dann spawnen da wieder 10.000 Gegner. Nee, das ist nichts für mich. Da habe ich keinen Nerv dazu. Das war bei Fallout schon so schlimm. Ich habe es eh nicht durchgespielt. Ich habe es zwar probiert, aber nach 2, 3 Stunden. Ich habe es auch hier, sogar die Uncut-Version. Yay. Aber ich komme erstens nicht dazu und zweitens, ja, macht es jetzt nicht so viel Spaß wie, sagen wir mal, was habe ich denn sonst noch hier? Battlefield 3. Dann momentan auch noch Bad Company 2, Bad Company 1, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Modern Warfare 1, Need for Speed Most Wanted, was habe ich noch auf der Xbox? GTA 4, Halo Anniversary, Dead Space 2, Dead Space 1, Fallout eben und dann noch die paar Spiele, die dabei waren. Jetzt bekomme ich ja dann bald für die Xbox Most Wanted 2, dann habe ich mir noch Halo 4 vorbestellt, sobald es endlich mal einen Release-Termin gibt, auch GTA 5 natürlich. Aber wie gesagt, das betrifft uns alles noch nicht, denn ich habe ja noch keine HDPVR, beziehungsweise keine Capture Card. Ich möchte, wenn, dann würde ich mir sowieso keine HDPVR kaufen, sondern dieses kleine schwarze Teil, kostet zwar auch 170 oder so, aber damit kann man erstens alles direkt über HDMI aufnehmen und man kann iPhone aufnehmen, iPod, Handy, also generell Handy, PC. Nicht, weil da nimmt man es ja dann auf, ja. Aber Xbox, PlayStation, ich glaube Wii geht auch, auf jeden Fall ein Haufen Zeug. Aber 170 Euro momentan so aus eigener Tasche finanzieren will ich das jetzt nicht. Erstens muss ich mir erstmal jetzt in nächster Zeit ein bisschen auf ein Auto sparen und wenn, dann wird das Ganze sowieso irgendwie anders finanziert werden. Aber das mal jetzt dabei nur im Hintergrund, also das betrifft uns jetzt mal noch nicht. Adventure Maps, ja, das ist ja auch wieder so ein Video halt. Und von dem her bringt das also hier als Kampagnenspiel nicht. Ja, hier sind wir vielleicht jetzt schon mal eher ein bisschen in die Richtung. Zelda eher weniger, wenn dann Mario. Aber Mario ist halt auch so ein Spiel, gell? Ja. Naja. ich befürchte eher nicht. Macht das bitte genauso wie Tim oder genau wie Tim. So habe ich es gemacht. Zumindest habe ich es probiert. Erste Folge gleich mal voll verkackt. Ich weiß nicht, ob ihr das Video, also die erste Folge dann schon gesehen habt, bis ihr dieses Video ja seht. Wahrscheinlich eher nicht. Und warum letzte jetzt da nicht die Seite 1? Du. Ah, jetzt hat. Voll verkackt. Weil ich natürlich ab der Hälfte einfach mal beschlossen habe, nee, Fraps muss nicht meinen Sound aufnehmen. Nee, nee, das passt schon. Ich synchronisiere den ganzen Scheiß nach. Ja, toll, habe ich mir gedacht. Gleich die erste Folge voll verkackt. Zweite Folge ist dafür ein bisschen besser, hoffe ich. Und ja. Was soll man machen? Ist ja alles wie immer. Mehr Minecraft. Momentan kannst du dich wirklich nicht beschweren. Es kommt momentan jeden Tag Minecraft. Entweder Dienstag, Donnerstag, Doc M. Montag, normalerweise so wie ich jetzt momentan geplant habe, Let's Play. Mittwoch, Together. Freitag, Let's Play. Samstag, Together. Und Sonntag wieder Let's Play und dann Montag wieder Let's Play, weil Let's Play ist ein bisschen wichtiger, würde ich sagen. Also momentan kommt jeden Tag Let's Minecraft, also ich bitte dich, also vor allem nicht so 15 Minuten lala, sondern außer Dienstag und Donnerstag, da kommt 15 Minuten Doc M. Ansonsten kommen 20, 30 Minuten Minecraft jeden Tag, also ich hoffe, das ist jetzt mal genug hier. Wenn wir dann wieder ein offizielles Second Let's Play quasi haben. Dann werde ich das Ganze wieder so machen. Montag, Mittwoch und Freitag kommt das normale Let's Play. Dienstag kommt ja, normales Let's Play halt Minecraft. Dann Donnerstag Together, Samstag Let's Play und Sonntag wieder Together. So ungefähr werde ich das dann machen. Und MW2 Clips wird es auch immer dann geben, wenn wir den Second Let's Play haben. Das heißt Montag, Mittwoch und Freitag. Also dann kommen quasi an 3 Tagen der Woche kommt kein Minecraft, dafür halt 2 Videos. Ich denke, das dürfte eigentlich so passen.
Geht hier für Singleplayer und Multiplayer. Habe ich nicht für den PC, weil ich es schon für die Xbox habe. Das heißt, ich würde es mir auch nicht extra kaufen, vor allem wenn es dann eh bald GTA 5 rauskommt. Singleplayer Commands 1.2.5 funktioniert auf 1.3.2, zumindest bei mir. Habe ich im Internet gelesen. Du musst. Okay. Ja, ich könnte es mal probieren. Vielleicht geht es dann da. Mal schauen. Aber ich schätze mal, da wird halt dann die Funktionen nicht alle. Ja, ich weiß es nicht. Irgendein Spiel von Star Wars, ja genau. Fantasiespiel, hier haben wir schon wieder, ist im Prinzip das gleiche System wie bei, ja, Fable, also solche Spiele. Nee, Gothic 2 ist genau das gleiche. ich will mehr MW2 zocken. Mit dir. Kommt noch dazu. Ja, was du willst, das sehe ich. Allerdings, was andere Leute wollen, das ist auch wieder so ein Thema. Das heißt, es bringt jetzt nichts, wenn ich da mit dir einmal MW2 zocke, weil erstens habe ich gesagt, ich brauche eine Kampagne. Weil bis jetzt war es immer so, dass wir das Second Let's Play als Kampagne gestartet haben, quasi. Und außerdem gibt es halt die MW2 Clips und ich weiß, vielleicht sollte ich mal wieder ein Commentary machen, aber erstens. Kommst du auf so gut wie keinen Server? Ich kann es mal wieder probieren, dass ich vielleicht mal nochmal so ein Schmankerl nochmal irgendwie so ein kleines gute KD raushole oder so. Dann hau ich da nochmal eins raus. Aber ansonsten würde ich sowas eh wieder nur noch machen, wenn ich dann eben meine Capture Card für die Xbox habe und dann halt ein Battlefield Gameplay. Hätte ich mega Bock drauf. Ich bin zwar nicht besonders gut im Battlefield, weil ich meistens eh nur im Chat sitze und dann habe ich hier halt dann meine 8-1 oder so, aber pff. Jetfliegen macht sowieso am meisten Spaß oder Hubschrauber fliegen, kann ich eigentlich auch. Naja. Brickforge. Force. Was ist denn das? Verbinde schneller. Ist momentan dauert zu lang, weil nämlich hier im Hintergrund gerade Minecraft Together 13 Timolia Getreidefarm und. Also ja, Shopping hochgeladen wird. Und deswegen dauert es da so lang. Ah, das ist das da. Das ist aber auch wieder Multiplayer eigentlich. Reine Multiplayer-Kacke. Und also ich finde das Spiel ist eigentlich relativ geil, weil du kannst dir halt auch wieder so deine eigenen Umgebungen bauen. Und Landschaften. Und es ist halt im Prinzip auch wieder wie Minecraft. Nur halt mit Waffen. Also. Die Idee ist ganz cool, aber es ist halt wieder mal keine Kampagne dabei. Außerdem ist es, zumindest war es vor 6 Monaten noch nur eine Beta. Weil ich habe mir das schon mal angeschaut. Aber, naja, das heißt, das fällt eigentlich auch weg und somit bleibt eigentlich blöderweise nach, keine Ahnung, wie viele Kommentare ich geschrieben habe, sagen wir mal nach 18 Kommentaren oder nach, sagen wir, 20 Kommentaren, bleibt blöderweise kein einziges Spiel über. Das ist ein bisschen blöd, ich weiß. Vor allem, jetzt habe ich extra das Video gemacht und so viele Kommentare bekommen. Am häufigsten wurde eigentlich genannt Days 2. Aber naja, was hilft's, wenn ja, wenn das keine Kampagne ist? Weil ich meine, dann machen wir da eine Folge und dann stehen wir wieder da. Dann kann ich im Prinzip dieses Video einfach nochmal löschen und nochmal neu hochladen. Und dann wieder fragen. Also. Ursprünglich geplant hatte ich ja, bevor ich dieses Video hier überhaupt hochlade, also das da, hatte ich ja schon geplant gehabt, ich mache einfach so. Und zwar wollte ich nämlich sämtliche Call of Duty Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 Let's Playen. Da ich aber, ja, also da es diese Let's Plays auf YouTube omassig gibt, habe ich mir dann sowieso schon gedacht, ja gut, bringt dann eh nichts, also machst du ja dieses Video. Jetzt kommt nur sowas, leider. Ja. Ich meine, ich könnte schon probieren mit Gothic 2 oder so, aber da kann ich euch gleich sagen, da gehe ich halt mit so einer riesen Bockstimmung ran. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ja. Ich werde wahrscheinlich jetzt halt nach diesem Video hier einfach selbst mir ein Video, ein Let's Play aussuchen. Ich habe auch schon eins im Hinterkopf, im Hintergedanken. Das habe ich glaube ich schon mal erwähnt gehabt. Ich habe auch auf YouTube geschaut, es gibt eigentlich nur ein, zwei wirklich gute.
davon. Mir hat das Spiel sehr Spaß gemacht. Ich habe es bis jetzt erst einmal durchgespielt. Und da ein neuer Kinofilm dazu eh bald rauskommt, denke ich, könnten wir das vielleicht sogar angehen. Ich sage jetzt noch nicht, was es ist. Vielleicht erkennt es schon manche. Oder erraten oder denken sich's. Auf alle Fälle, ja, sehen wir uns dann hoffentlich bei dem Let's Play. Ja. Also im Grunde war eigentlich dieses Video eigentlich reine Informations- beziehungsweise für Minecraft gedacht. Also Let's Play, ja, tut mir leid. Bringt mir so nix. Also, ich meine, GTA 4 Multiplayer fällt sowieso weg, wenn dann sowieso nur Singleplayer, aber da ich ja das nicht habe und ich mir garantiert nicht GTA kaufe. Und außerdem GTA ist so ein erbst derbes langes Endlos-Game. Wenn du das Let's Playst, ich habe da mal ein paar Folgen angeschaut. Allein die PSP-Version dauert dazu Let's Playen, was weiß ich, 15 Stunden oder so. Ja. Und ich glaube, so lange haben wir jetzt allein für Most Wanted gebraucht. Und das sind über 70 Folgen. Und jetzt war das aber nur die PSP-Version von GTA Vice City Stories, glaube ich. Also, da wären wir bei GTA 4 150 Folgen oder so. Also, wir würden da ewig nicht fertig werden. Von dem her würde ich sagen, ja, schaue ich, dass ich da selber noch was quasi mir finden kann, aussuchen kann. Oder ich verwende es einfach, was ich jetzt eben gemeint habe. Und dann hoffe ich, dass da doch ein paar zufrieden sind. Da bin ich dann wenigstens halt auch ein bisschen mehr mit Euphorie oder wie auch immer man das nennt, dabei. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei diesem. Bei diesem neuen Minecraft, was glaube ich da, nix Minecraft, sondern bei diesem neuen Second Let's Play, das zwischen dem Minecraft Let's Play und Together läuft, so, so gehört's. Anfangen damit mit diesem Let's Play werde ich ohnehin erst, also die erste Folge wird sowieso erst kommen, wenn wir Doc M77's Minecraft World fertig haben. Das heißt, solange noch dieses Let's Play quasi läuft, das ist jetzt quasi ein Second Minecraft Let's Play. Solange das noch läuft, wird es sowieso kein weiteres Second Let's Play kommen oder geben. Weil ich eben quasi den Platz von der Woche, die Woche ist einfach zu kurz, sagen wir so. weil sonst würden nämlich sonst keine Minecraft Let's Play oder Together Folgen mehr kommen. Das heißt, sobald das fertig ist, wird der Plan umgestellt eben auf Montag, Mittwoch, Freitag, Second Let's Play und MW2 Clips und Dienstag, Mittwoch, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Eben normale Minecraft Together oder Let's Play Folgen. Ich hoffe, wir können uns da irgendwie so einig werden und ihr könnt ja gerne nochmal unter dieses Video schreiben, Spiele mit Kampagne, ja, vielleicht kann ich mich dann dafür doch noch für irgendeins begeistern. Ansonsten werde ich einfach bei dem bleiben, wie ich dass ich mir so im Kopf vorstelle. Genau. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, wie auch immer, und ja. Schaut dann wenigstens bei dem Let's Play wieder rein. Ich verabschiede mich für heute von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Hohengrebscreme sagt Servus. Ciao.